Michael Schumacher liegt nach seinem schweren Skiunfall weiterhin im künstlichen Koma. Nun ist erstmals ein Video aus dem Skigebiet aufgetaucht, das laut dem französischen Sender BFM TV zeigen soll, wie Schumacher per Helikopter abtransportiert wird. Der Hubschrauber brachte den Formel-1-Rekordweltmeister nur wenige Minuten nach dem Unglück in eine Klinik nach Moutier. Später wurde er in die Universitätsklinik in Grenoble weitergeflogen.